Ja, hallo, liebe Freunde, ich bin der Drakeman und heiße euch herzlich willkommen zu Part Nummer 15 von Deponia. Oh yeah! Leider ist mir eben gerade die Fraps-Aufnahme abgeschmiert. Also ich hatte schon 5 Minuten gespielt. Dann ist mir das Ganze abgekackt und ich habe einfach weitergespielt und weitergespielt und weitergespielt. Man muss daher jetzt alles nochmal von vorne zeigen, weil... Ja, ich kann euch das, was jetzt fehlt, was ich natürlich schon gespielt habe, nicht nochmal zeigen. Das geht halt einfach nicht. Deshalb machen wir das Ganze, es war nicht viel, laden wir das, weil ich ja immer nach jedem Part speichere extra, genau um sowas vorzubeugen. Laden wir jetzt das da, wo wir in Part 14 aufgehört haben. Und ja, ein bisschen was habe ich jetzt schon gemacht. Deshalb rushen wir da einfach mal durch. Es ist nicht viel, wirklich nicht. Das werdet ihr gleich sehen. Ja, genau. Der hat das schon alles in der Hand. Sehr gut. Wir müssen nämlich Toni einfach dazu bringen, völlig bekloppt zu werden. Und das machen wir einfach mal mit dem Babyfon auf dem CB-Funk. Gute Idee. Wenn ich die Frequenz von Tonis Funkgerät am Baby... Ups. Ach, ich drück das schon weg. Nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen. Aber ihr kennt das ja noch gar nicht. So, wir haben ja in irgendein paar erfahren, dass, nicht direkt erfahren, so indirekt, dass es sie ziemlich fertig machen könnte, wenn es uns auf einmal mehrfach geben würde. Und das machen wir ganz einfach. Wenn wir natürlich dem Rufus das Babyfunk geben, weil wir bleiben hier sitzen und funken sie halt an mit dem Babyfunk, wodurch sie uns dann ja doppelt hört, sieht. So, machen wir einfach mal. Rufus, warum gibst du nicht einfach... Moment mal. Ein Rufus? Zwei Rufusse? Genau. Mich gibt es jetzt doppelt. Eigentlich sogar dreifach. Dreimal so viel Action. Rufus. Okay, Toni. Ganz ruhig. Du hast einen guten Therapeuten und da gehst du jetzt hin. Das haben wir toll gemacht. Ja, das hat funktioniert. Dann wechseln wir wieder auf ihn und gehen natürlich auch zum Therapeuten, ist ja klar. Ding, 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 ding. So, wenn wir zum Therapeuten gehen wollen, geht das nicht. Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Ja, wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Schleimemals. Strickladen. Dann sehen wir, dass das Ton liegt. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Ja. So. Dafür nehmen wir jetzt einfach mal den Flyer. Denn wir wollen, dass Toni sich hängt. Ist ein bisschen hart, aber... Ja, machen wir einfach mal. Das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Upsi, hier muss es seltsame Aufwinde geben. Sehr seltsame Aufwinde. Und damit, ja genau damit, habe ich dann auch aufgehört. Also ab jetzt ist dann wieder alles blind. Also war wirklich nicht viel, ne? Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Ich frag mich... Das wäre eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Burg.
Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdibui! Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Abwinde, ja klar. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Oh, es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Ja, wir können endlich mal wieder was mit ihm hier machen. Einfach mal direkt in das Terminal einpacken. Passt. Natürlich passt das. Soweit, so gut. Was werd ich... Und weil wir so lässig sind, holen wir uns einen Ersatz. Das funktioniert einwandfrei. Okay, Rufus ist nicht so lässig, wie ich dachte. Soweit, so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Eine medizinische Dienstleistung. Strich 75. So. Ja. Ab damit. In die Rohrpost. Und ich habe vorhin gesagt, ab hier ist wieder blind, ne? Das andere war ja auch blind, nur dass ich das schon mal gemacht hatte, kurz davor. Ihr versteht, was ich meine. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Hier mitteilen wir Ihnen mit, dass Ihr Antrag auf medizinische Hilfeleistung angenommen wurde. Sauber. Jetzt komme ich bestimmt auf die Krankenstation. Genau, hier steht's ja. Für Verletzungen Ihrer Kategorie brauchen Sie sich nicht auf der Krankenstation zu melden. Ein Sanitäter befindet sich direkt auf dem Weg zu Ihnen. Oh. Nichts wie weg hier. Hey, Sie da! Stehen geblieben! Okay, jetzt ist aber Cowboy Dodo, ne? Mal gucken, wie unser ach so heroischer Lonesome Cowboy Dodo mit dem Organon klarkommt. Okay, hey. Ich hab mir das eigentlich anders vorgestellt, aber gut, so kann es vielleicht auch funktionieren. Und dann habe ich ihn mit einem gezielten Handkantenschlag außer Gefecht gesetzt. Wow! Ah, Rufus, wir haben ein neues Problem. Ich musste leider unser Seil verwenden, um den Organon zu fesseln. Er tauchte plötzlich auf und ich war gezwungen, ihn zu überwältigen. Was ja nun wirklich jeder geschafft hätte. Ach, komm, Alter. Hey, Janosch. Hallo, Rufus. Rufus. Bist Scheibi. Hier, dein Schraubenzieher. Den kannst du gerne vorerst behalten. Die Gurbel für die Winde ist bereits richtig kalibriert. Was uns fehlt, ist das Seil. Zu dumm, dass ich diesen Organon überwältigen musste. Wo sollen wir denn jetzt ein neues Seil herbekommen? Tja, vielleicht fällt es uns ja in den Schoß, wenn wir hier weiter rumsitzen. Aber Rufus, du willst dich doch nicht etwa vor der Arbeit drücken? Oder soll ich das mit dem Seil etwa auch noch erledigen? Ach, das hat doch keinen Zweck. Die würden einen echten Helden nicht mal dann erkennen, wenn er ihnen als Ein-Mann-Orchester in den Hintern marschieren würde. Ja. Ach, scheiße, Mann. Die Tür öffnet sich wohl. Ich habe jetzt nicht versucht, mit dem Organon irgendwas zu machen, ne? Nochmal, bitte, dahin.
Sag mal, du gehörst doch zum medizinischen Personal, oder? Ich glaube nämlich, mir kommt da eine Idee. Halt mal still. Hey, es hat geklappt. Normalerweise fallen mir immer die ganzen Gläser runter. Na, ist dir etwa kalt? Was ist denn ein Bug? Ist noch was? Nö. Hätte mich auch gewundert. Einmal bitte anziehen. Yeah! Cool! Das hat funktioniert! Ah, Herr Doktor, endlich! Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Ich wollte den Patienten schon beinahe aufgeben. Aufgeben? Wieso? Was fehlt ihm denn? Erst dachte ich, es sei nur eine einfache Nahrungsmittelvergiftung. Dann habe ich aber noch einen Sicherheitsscan gemacht. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um einen Bandwurm. Aber Herr Doktor, mit einem Bandwurm ist nicht zu spaßen. Im Gegenteil, Sie müssen sofort operieren. Was denn ich? Natürlich Sie. Sie sind doch der Doktor, oder etwa nicht? Ja, klar. Ich bin der Doktor. Und so ein Bandwurm. Entferne ich doch mit links. So schwer ist das ja wohl nicht, oder? Wie Sie meinen. Ihr Kettel hängt wie immer da drüben. Ich hol schon mal das Seziergesteck und die Knochensäge. So, was wollte ich noch gleich machen? Den Bandwurm rausoperieren? Ah ja, Kinderspiel. Immerhin bin ich Chicorée. Sie meinen Chirurg? Das auch. Er ist doch noch voll bei Bewusstsein, Alter. Was ist das denn? Ist ja widerlich. Ja, aber gucken wir uns erstmal die Anleitung an. Da ist der Bandwurm drin. Was für ein Glück für seinen als Klitis verkleideten Klon, dass Rufus auch ein begnadeter Chirurg ist. Triviale medizinische Eingriffe wie das Entfernen eines Bandwurms könnte er auch mit verbundenen Augen durchführen. Schwieriger ist ja schon der anschließende Wiedereinbau der Organe per Drag and Drop. Da hilft es zu wissen, dass die Organe am Mauszeiger mit Rechtsklick drehen lassen. Gleich hat er nichts mehr. Da hab ich den kleinen Scheißer. Das war's dann wohl, oder? Wollen Sie ihn nicht wieder zusammenbauen? Oh, muss das sein? Ich denke, das wäre zum Vorteil des Patienten. Meinetwegen. Ach so, die liegen hier unten. War doch irgendwie so, oder? Au! So, nee. Noch ein Organ, Alter. Das passt irgendwie alles nicht so. Der Magen. Der gehört da hin, das ist doch schon mal schön. Das Herz gehört doch noch hin. Da gehört doch eigentlich das Herz hin, oder nicht? Ah!
Au! Das muss auf jeden Fall so. Magen, der muss ja eigentlich hier so rauf. Und wo gehört das letzte Teil hin? Ah, ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Fertig. Zumachen. Was? Ihr lebt doch, ist doch die Hauptsache. Das hat doch geklappt. Wir haben Schmierchen. Findest du nicht auch? Mir speiübel. Ach, dass aber auch das Gejammer nicht aufhört. Immerhin habe ich dir soeben das Leben gerettet. Und ein Andenken habe ich auch noch ergattert. Hier. Bah, was ist das denn für eine Abnormität? Na, dein eigener Bandwurm. Was denn sonst? Du solltest schon ein bisschen besser aufpassen, was du so in dich reinstopfst. Na, ein andermal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich habe die Rebellen gefunden und brauche deine Hilfe. Komm mit. Ah, den Bandwurm benutzen wir selbstverständlich als Seil. Bisschen eklig. Aber nur ein bisschen. Rufus? Ich glaube, ich sehe doppelt. Was? Das gibt's doch gar nicht. Haha, verblüffend, nicht? Das Blatt hat sich gewendet. Dann können wir ja endlich abstimmen, wer denn nun die Codes holen geht. Also, ich stimme für mich. Und ich stimme für mich. Was? Nein, hey! Tja, dann fällt die Wahl wohl eindeutig auf mich. Ich werde nämlich auch für deinen Doppelgänger stimmen. Und somit steht es 3-2-2. Nein, nein, nein! Ich muss doch gehen! Du wolltest abstimmen und wir haben abgestimmt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil. Und es kann losgehen. Dietes, du Pisser. Sag mal, was machst du denn? Du solltest doch für mich stimmen. Und warum stimmst du nicht für mich? Immerhin sind wir identisch, oder? Das ist ja auch Pillepalle, wer von uns beiden die Codes holt. Hauptsache, es tut nicht dieser aufgeblasene Dödel. Da stimme ich zu. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Ich lasse mir was einfallen. Wir würgen hier mit dem Bandwurm. Schon an dem SMS hier, oder? Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gutem Willen als Seilersatz in Frage kommen. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Ach, das ist mir jetzt auch erstmal alles egal. Wir gehen zum Roten. wo ist sie jetzt? Da hängt doch was. Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Oh, das war ja leicht. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Sehr gut. Ich dachte, ich müsste sie jetzt irgendwie ablenken oder so, um da ranzukommen. Aber nein. Aber nein. Was ist das jetzt? Auf zu lenken, Freund. Strickladen. Und dann nehmen wir das Rezept und geben das dem Strickhändler. Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Oh, gib her. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Ja, super toll. Aber egal. Dann nämlich die Idee, dass wir das nämlich stauben benutzen bei der Baby. Was ja klar ist, dass wir da irgendwie ein Seil brauchen, ne?
verdammt. Gute Neuigkeit. Ja, komm, ey, labert nicht so viel. Macht einfach. Oh je. Heul nicht rum und halt ihn, weil ich das, was ich sagen kann. So, come on, bitte. Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle. Perfekt. Rufus? Bist du sicher, dass eine Schlingfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingfalle locken würde. Ja, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Ah, Mann, eine Schlingfalle, ey. Setzt sich voll hart an. Ach, mehr brauche ich gar nicht. Oh, kein Köder. Gut, dann gewinne ich mich jetzt hier rum. Beweg dich! Komm schon! Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Ja, irgendwie, das passiert noch nichts, ne? Die Falle ist gestellt. Jetzt muss ich den Säugling nur noch heroisch hineinlocken. Oh. Rufus? Gehört das noch zum Plan? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Das Seilende? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Schon gut. Ich komme ja schon. Nur Mut, Barry. Nur nicht runtergucken. Nur nicht. Oh. Ich hab's geschafft. Ja. Und ich konnte sogar helfen. Helfen? Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto. Na gut, das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins. Ich borge es mir kurz aus, okay? Ach, jetzt sieht er aus wie der Teufel bestimmt. I know it. Komisches Foto, aber okay. Und wir haben Baby Bosa im Inventar. Warum auch nicht? Man schleppt ja gerne mal Kinder in seinem Inventar herum. Kann man das jetzt wieder reinlegen? Hier, ich habe euer Kind. Hallo? Auf diesem Bild hat er schon wieder Nasenbluten. Der Arme. Ich habe Baby Bozo gerettet. Zu seiner Verteidigung, das Pony war auch wirklich ein Wildfang. Eben nicht. Behalten wir es eben, ne? La, 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 la. Und hier, bitte, Bozo. Hey, Bozo. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Ja? Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Oh Mann. Na gut, aber jetzt komm. Therapeut. Was wird schon seit 50 Parts versuchen, müsste jetzt endlich funktionieren. Ich bräuchte... Ja. Schnack. Interessiert nicht. So. Kartenspiel. Wollen Sie von Blablabla. Also. Ja, was kann ich auf dem Bild? Elysium. Blablabla. Das kennen wir alle schon, deshalb kriege ich das weg, ne, Leute. Wenn wir jetzt anfangen bei Part 15 und alles Play zu schauen, dann ist das eh ein bisschen strange. Das ist ja Futter. Kein Problem. Es ist ein. Nö.
So, das ist der Teufel, das kennen wir noch nie. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel, zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Tja, das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da helfen nur noch Psychopharmaka. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen aus meinem Schrank. Yippie! Bitte was? Hä? Ach ja. Oh weh, ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. Oh, was? Oh yeah. Das hat, wir haben jetzt Brechmittel mitgenommen, oder was? Warum? Ach, da ist noch ein Antidepressiver. Gott schon sagen, ey. Ja, gut. Ab zu Bozo. Bozo. Dum, dum. Tschukka, 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 tschukka. Das Brechmittel brauchen wir bestimmt bei dem Monster, weil er die Kinder noch verschluckt. Ich gebe ihnen das einfach schon mal. Ich habe da so eine Vorahnung. Hey, Bozo. Diesmal habe ich genau das Richtige für dich. Lecker Psychopharmaka. Sag, Na komm schon, ein für Mama Bozo. Will ich. Ach, das gibt's doch nicht. Dabei war ich mir diesmal so sicher. Vielleicht sollte ich es ihm ins Essen rühren. Hunger muss er ja irgendwann mal bekommen. Na gut. Perfekt. Wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Bozo unterzujubeln. Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Bozo zählt aber für 2. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Sicher ist sicher. Alter Walter. Wieso hat das jetzt Baby Bozo? Baby Bozo frisst das Zeug jetzt? So ein Shit-Kram. Baby Bozo hat die ganze Suppe gegessen. Wie komme ich denn jetzt an die Antidepressiva? Dann brauchen wir doch das Brechmittel für bei dem anderen Rufus. Zip. Und wieder zurück. Tja, ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön brav A. Das mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. Oh ne, jetzt kotzt er ihn gleich an, oder was? Hier. Jetzt reicht's! Hör endlich auf! Niemand braucht deine Hilfe! Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten! Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst! Du bist kein Held! Du bist ein Riesenarsch! Und du wirst uns alle umbringen! Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Bozo! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Ja, verdammt. Sieht so aus, was? Also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Ja, bitte. Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh Mann,
Was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer, so gemein und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen, bist du am Ende vielleicht doch einer von den Guten, was? Vielleicht sollte sich auch erstmal die Kotze vom Gesicht wischen. Komm schon. Ja doch, ich bin ja gleich soweit. Wenn wir ihn jetzt noch dazu bringen müssen, dass er seinen Mantel endlich anzieht, ey, dann kriege ich echt Depression, ja. So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's! Warum ist ein schwarzes Bild? Irgendwie muckelt das Spiel gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Oh, ja. Na gut. Du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Yay! Komm, da gehen wir noch rein. Garlef, was lungerst du da rum? Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Wir sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknöpfen. Das geht jetzt nicht. Der General will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. Ja, in diesem neuen Gebiet verabschiede ich mich für diesen Part von euch und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir versuchen, wie heißen die jetzt nochmal? Die Rebellen, genau, weiter zu inspizieren. Ja, nennen wir das mal so. Ja. Falls euch dieser Part gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Und falls ihr uns unterstützen wollt und kein Video verpassen wollt, abonniert doch einfach diesen Kanal. Ja, damit helft ihr uns und euch, indem ihr halt, wie gesagt, kein Video verpasst. Ja. Falls ihr uns weiter unterstützen wollt, liked uns doch auf Facebook, followt uns auf Twitter, besucht mal unsere Website, bla bla bla. Alle Links unten in der Beschreibung. In diesem Sinne, haut rein, ich wünsche euch noch einen guten Tag. Tschüss.